Hallo auf meinem Ingenieurskanal Faktencheck, der Faktenchecker, die Ingenieurskunst. Die Zukunft der Windenergie ohne Rotorblätter. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir einfach weiter zu, was der Herr Künstler hier loslässt. Da bleibt einem fast nur noch blinder Zynismus übrig, was hier als Kunst verkauft wird. Er müsste es als Ingenieurswunst verkaufen, denn Kunst kommt von Können und nicht von Wollen. Starten wir mal. Die Windenergie ist neben der Photovoltaik die am schnellsten wachsende erneuerbare Energiequelle. Ja. Doch sie ist nicht perfekt. Da sehen wir da oben Energon-Maschinen und das andere sind keine. Das da hinten ist was anderes. Auf jeden Fall, das ist eine Energon und das ist eine Energon, sieht man ja sofort. Weiter. Enorme Größe von Windkraftanlagen und die riesigen beweglichen Teile erschweren ihren Einsatz aufgrund des Platzbedarfs, der Wartung und teilweise auch der Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja. Doch was wäre, wenn man die Anlagen verkleinern könnte, sodass sie beispielsweise auf dein Dach passen? Was wäre, wenn die Anlagen weniger oder sogar keine beweglichen Teile hätten? In diesem Video schauen wir uns alternative Ansätze zur Nutzung der Windenergie an. Und damit hallo, herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Und die gesamten alternativen Ansätze sind alle aus einfachsten Gründen völliger Blödsinn. Weiter geht's. In Deutschland waren Ende 2023 mit Onshore und Offshore etwa 70 Gigawatt Windenergieanlagen installiert, die über das Jahr 140 Terawattstunden Energie erzeugt haben und damit fast 31% der gesamten Last. Das macht eine Auslastung von knapp 23%. Da sind allerdings die Offshore-Anlagen drin. Also wenn ich da jetzt eben ein Megawatt hätte, hätten die 230 Kilowatt im Durchschnitt. Weltweit sind die Zahlen für 2023 noch nicht zugänglich. Ende 2022 waren es laut dem Global Wind Energy Report 906 Gigawatt. Vermutlich haben wir inzwischen die 1 Terawatt-Marke überschritten. Mit PV zusammen das größte Potenzial, CO2-Emissionen weltweit deutlich zu reduzieren. Doch Windkraftanlagen haben auch Nachteile. Ja. Windkraftanlagen haben hohe Investitionskosten und die Energieerzeugung mit Wind ist für einzelne Häuser oder mit kleinen Anlagen nicht so effektiv wie in großem Maßstab. Die Akzeptanz ist aufgrund der Größe und der damit verbundenen Änderungen des Landschaftsbildes, besonders in der direkten Nachbarschaft, nicht bei allen Menschen gegeben. Also hierzu, je größer, desto effizienter. Das ist nicht so ganz richtig. Wichtig wäre, je höher, desto effizienter. Und das ist das Problem. Weswegen muss man in Süddeutschland so riesige Anlagen stellen? Ein ganz einfacher Grund, weil der Wind nur da oben ist. Und hier ist für das, was jetzt demnächst kommt, eigentlich der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Hier gibt es so eine Schweizer Seite, müssen Sie mal suchen, so ein Windtool. Wenn Sie auf 10 Meter Höhe, was hier die Nabenhöhe von einer Kleinwindanlage ist, die Sie stellen dürfen, etwa 5 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit haben, dann haben Sie auf 100 Meter schon 7 bis 7,5 Meter pro Sekunde. Und das kann man ausrechnen. Und wenn ich jetzt die Fläche und so weiter der Windkraftanlage weglasse, also jetzt mal nur, wenn ich dieselbe Maschine auf 10 Meter oder auf 100 Meter stelle, und da kann ich das ja vergleichen und sagen, dieselbe Maschine ist, lasse ich die Fläche weg. Denn die Leistung ist Fläche mal Wirkungsgrad mal irgendwas mal V hoch 3. So hat man im Vergleich bei 10 Meter etwa 5 Meter und bei Meter pro Sekunde Wind und auf 100 Meter hat man 7 Meter. Das geht aber zu kubisch ein. Also 5 hoch 3 ist 125. 7 hoch 3 ist 343, da legen wir 125, 375, da ist ziemlich genau der Faktor 3 drin. Das bedeutet, bei niedrigen Anlagen habe ich nur ein Drittel des Windes quasi, der Windleistung, um es jetzt präzise auszudrücken. Bei diesen Kleinwindanlagen, die auch niedrig platziert sind, nur ein Drittel. Und von dieser Seite sind diese ganzen Schnapsenideen dieser Kleinwindanlagen mit Ausnahme von sehr speziellen Situationen völliger Unsinn. Weiter geht's. Geräuschemissionen und die Auswirkungen auf die Tierwelt werden ebenfalls häufig genannt, auch wenn die Infraschallmythen längst widerlegt wurden. Das ist so falsch.
Es gibt Behauptungen. Ich kann auch nicht sagen, dass es richtig ist, aber die Infraschallmythen sind mitnichten widerlegt. In Dänemark gibt es angeblich einen Fall, wo sie neue Windkraftanlagen eingeschaltet haben und auf einer Nerzfarm sich innerhalb des nächsten wenigen Stunden 100 Nerze zu Tode gebissen haben in dieser Farm. Ob das jetzt stimmt, und das interessanterweise nur bei Westwind, ob das jetzt stimmt, kann ich nicht sagen oder ob der gefaked hat. Aber wenn man das überprüfen wollte, könnte man in diese Nerzfarm gehen und das mal überprüfen, wie das bei Westwind ist, ob die Nerze dann nervöser werden oder nicht. Das wäre eine wissenschaftliche Untersuchung wert, die wird aber irgendwie nicht gemacht. Das will niemand, weil das ja gefährlich wäre für die Windkraft. Von dieser Seite kann man davon ausgehen, dass der liebe Herr Ingenieurskunst Unsinn redet, weil wenn ich das ganz gesichert widerlegen könnte, dann könnte ich, weil Tiere sind spannender, weil die haben keine Vorurteile. Wenn ich Tiere diesen Schwingungen, diesem gegebenenfalls Infraschall aussetze, reagieren dann Tiere ohne irgendwie, ja, Sie wissen, wie ich meine. Und von dieser Seite ist da gar nichts widerlegt. Hier sagt, also das ist grob ingenieurtechnisch Fusch, was er da behauptet, da ist nichts widerlegt. Also man könnte es leicht widerlegen, man geht auf diese Nerzfarm und dann setzt sich einer 10 Tage hin von den Windkraftbefürwortern, filmt alles und prüft das. Aber das macht niemand. Und das ist das Spannende. Warum macht man das nicht, wenn man sich doch so sicher ist, dass der Infraschall widerlegt ist? Von dieser Seite ist es wahrscheinlich so, dass er eben nicht widerlegt ist und hier sagt er einfach die Unwahrheit. Und Studien gezeigt haben, dass Windkraftanlagen deutlich geringere Auswirkungen auf Vögel haben, als beispielsweise Katzen, Autos oder Fensterscheiben. Dennoch ist die... Ja gut, da gibt es tatsächlich Auswirkungen, Katzen fressen Vögel und so weiter. Auch, da hat er recht. Akzeptanz von Windkraftanlagen in Deutschland weiterhin ein Problem. Zudem haben die großen Anlagen viele bewegliche Teile, wie beispielsweise ein Getriebe, die einen hohen Wartungsaufwand erfordern und müssen in der Regel 2 bis 3 Mal pro Jahr überprüft werden. Ja, und hier kommen neue Ansätze, komplett ohne bewegliche Teile ins Spiel. Da kommt jetzt der Unsinn. Eine der ersten im etwas größeren Maßstab umgesetzte solche Windkraftanlage ist der Electrostatic Wind Energy Converter, kurz EWICON. Die Technologie wurde an der TU Delft zunächst in einer Dissertation zwischen 2004 und 2008 genauer untersucht und verbessert und in einem folgenden Projekt 2013 in den Niederlanden das erste Mal in einem größeren Maßstab außerhalb des Landes. So, was, sagen wir, wo das Ding steht und was habe ich Ihnen vorhin gesagt? In niedrigen Höhen bringen die gar nichts, diese Sachen. Können Sie vergessen. Also von dieser Seite können Sie da so viele Dinge hinstellen und so viele Patente machen oder Sie müssen das Ding auf einen 100 Meter hohen Turm aufstellen. Aber das Ding, letztendlich die Energie bzw. die Leistung möchte ich ja dem Wind entziehen. Und mehr Leistung ist da nicht, ist halt eine gewisse Leistung drin und die Leistung, die im Wind ist, P, ist Rho halbe, V hoch 3 mal der Fläche der Windkraftanlage. So, das ist die Leistung. Und davon habe ich dann einen gewissen Wirkungsgrad und der geht bei Enercon-Anlagen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das ist eine Enercon-Anlage, geht an gewissen Punkten bis zu 50% hin. Maximal kann man 16/27 entziehen, weil man sonst den Wind abstoppen würde. Das geht ja nicht. Man braucht ja einen gewissen Durchfluss. Und hier, mehr Energie kann ich der Sache nicht entziehen. Dass das irgendwie effizienter sein soll oder so weiter, kann nicht sein. Aber wir haben hier das Problem, das ist viel zu niedrig und da kommt einfach nichts raus. Da kann ich dann weiter skippen gleich, weil wir sehen, zu niedrig. Das bringt nichts. Da kann ich noch so viele Patente anmelden. Even garbage looks good in colors, sage ich dazu zum Herrn Ingenieurskunst. Labors aufgestellt. Die Grundlagen der Technologie reichen allerdings schon zurück auf Arbeiten von Alvin M. Marks zwischen 1940 und 1980. Das Prinzip des EWICON funktioniert wie folgt. An der Anlage werden positiv geladene Aeros... Ja, und das ist ja egal und ist bei Wasser und bei Winter im Winter funktioniert es dann nicht, weil das Wasser gefriert und so weiter. Aber das ganze Problem sind eben... Das war die falsche Richtung. Das ganze Problem ist, dass diese kleinen Anlagen zu niedrig sind. Von dieser Seite können Sie diese kleine Anlage vergessen. Und jetzt kommen auch andere kleine Anlagen. Schauen wir weiter. Lage.
Es ist zudem deutlich leiser und die Größe der Anlage kann relativ frei dimensioniert werden und könnte so auch in der Stadt gut eingesetzt werden. Ja, eines der Probleme der Anlage ist, dass diese Wasser nutzt und dadurch zum Beispiel bei sehr kalten Temperaturen nicht funktioniert. Ein ähnliches Prinzip. Haben Sie gesehen, das Problem ist, das geht nur bei gewissen Windrichtungen und da werden die auch nicht sauber angeströmt, wenn sie nämlich oben auf einem Gebäude stehen. Das sehen wir auch gleich in einem anderen Teil von diesem Herrn, von dieser künstlichen Ingenieur-Fake, den wir hier sehen. Allerdings ohne diesen Nachteil nutzt der Solid State Wind Energy Transformer, dessen Namensgeber sich mit SWET vermutlich auf den Akronym des Jahres Award bewerben wollte. Das 2018 von Dr. Epstein veröffentlichte Verfahren unterscheidet sich vor allem dadurch, wie die Ladungen erzeugt werden, die dann... Das machen wir weiter. Das wollen wir jetzt vermeiden. Moment, das müssen wir jetzt da runterdrehen. So, weg. Und das wollte ich jetzt eben vermeiden, weil, okay, aber diese ganzen Kleinwindanlagen können Sie diesbezüglich komplett vergessen, weil eben die, weil die einfach zu tief sitzen. Und da kommen jetzt mehrere Anlagen, da ist jetzt hier Werbung, das ist auch noch ein monetarisierter Kanal, der seinen Unsinn mit Werbung auch noch verteilt. So, jetzt geht das jetzt weiter, da wird das jetzt angeblich erklärt. Ich sage nicht, dass die Dinge nicht funktionieren. Aber das Wildeste, da wird ein wissenschaftlicher Bohai um irgendwelche Sachen drumherum gemacht. Dass das Verfahren dadurch auch bei Frost funktioniert, ist weniger Kraft notwendig, um die Teilchen vom Wind durch die Luft zu transportieren, da diese deutlich kleiner sind und dadurch eine geringere Masse haben. Aber das ist für einen Physiker interessant, dass das klappt, hat niemand bezweifelt. Aber es ist völlig ineffizient und das ist kein Ingenieurskanal. Ingenieur muss ich immer rechnen und dann muss man sagen, ich brauche ein Drittel kosten. Und von der Seite haben Sie gesehen, was der Aufwand und der ganze Elektrik und so weiter, da schlägt dann einmal der Blitz rein und das Ding im Arsch. Das können Sie vergessen. Gleichzeitig ist die Erzeugung der Luftionen durch Corona-Entladung etwas aufwendiger. Beide Verfahren scheinen noch etwas entfernt von einer Marktreife. In einer Veröffentlichung der FH Münster werden die beiden Verfahren mit herkömmlichen Windkraftanlagen verglichen. Es zeigt sich, dass beide Verfahren bisher deutlich weniger effizient sind als große Windkraftanlagen mit drei Rotorblättern. Die Effizienz aber aus einer physikalischen Abschätzung heraus noch deutlich zunehmen könnte bei weiterer Entwicklung. Zusammen mit den... Ja, das habe ich Ihnen gesagt. Wir haben bei Großwindanlagen bis zu 50% Wirkungsgrad, 59% sind erreichbar. Das ist gegenüber dem maximal möglichen 85% geschlagen werden, können die durch sowas definitiv nicht. No way. Alleine durch den Strömungswiderstand, der da in diesen Gittern da drin ist, können Sie es vergessen. Das ist alles, diese Aerodynamik dadurch, das bremst die Luft so stark ab, können Sie wegschmeißen, die ganze Geschichte. Aber das ist hier die Ingenieurskunst. Weiter geht's. Vorteilen, dass die Anlagen deutlich leiser, wartungsärmer und variabel in Form und Größe sind, könnten sie in städtischen Gebieten in der Zukunft also dennoch interessant werden. Die Frage wird hier vor allem sein, wie weit die Kosten der Anlagen gesenkt werden können. Die erste Evicon-Anlage in Delft scheint laut Google Street View nicht mehr zu stehen. Doch es gibt ein großes Projekt in Rotterdam. Das Dutch Windwheel, bei dem die Technologie in größerem Maßstab in der Stadt eingesetzt werden soll. Das ringförmige Gebäude soll in der mittleren Öffnung durch diese Technologie Strom erzeugen. Zusätzlich nutzt es zahlreiche weitere neue nachhaltige Technologien und soll so näherungsweise CO2-neutral werden. Wann der Bau tatsächlich startet, konnte ich nicht herausfinden. Es gibt jedoch weitere neue Ansätze für Windkraftanlagen mit ähnlichen Vorteilen, die schon weiter sind in der Entwicklung. Das ist das Buch der Sünde, das ist... Wir haben dann auch beispielsweise irgendwo in Dubai gibt's so einen doppelten Hochhaus und da sind dann in der Mitte sind zwei Wässersanlagen aufgebaut. Das sind übrigens Stallanlagen, sowieso lautstärkemäßig. Die sind nie gelaufen. Das ist alles Blödsinn und da kommt nur hätte Fahrradkette. Das sind alles Dinge, die so nicht funktionieren können, beziehungsweise klar, funktionieren tun die. Aber wird es nie in größerem Maßstab geben, weil das von der Herstellung ingenieurtechnisch, liebe Ingenieurskins, einfach viel zu denken. Das Ding hatte ich schon mal. Bladeless machen wir ganz kurz, aber das wird dann schlecht. Und da ist diese Windkraftanlage hat ebenfalls keine Rotorblätter oder rotierenden Teile. Ihr Anblick ist jedoch zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Entwickelt von der Firma Vortex Bladeless, beruht diese Windkraftanlage auf einem Effekt der Strömungslehre, sogenannten Wirbelströmung, auch Vortex genannt. Zusammen mit der Resonanz oder Eigenfrequenz von Körpern
Das heißt, das, was Sie da ungefähr sehen, ist die sogenannte Karmannsche Wirbelstraße. Müssen Sie mal gucken. Da lösen sich alternierend von einem Zylinder, lösen sich dann immer abwechselnd Wirbel ab. Und wenn Sie bei manchen Türmen mal hingucken, da ist so eine Spirale dran. Das nennt sich Skrutenspirale. Das ist eben genau, dass das sich da nicht so bewegt, weil weil das dann zu schwingen anfangen kann und das kann tatsächlich den Turm umwerfen. Da kann man tatsächlich raus Energie entziehen. Im Prinzip gehen tut das. Nur wie viel kommt da raus? Ich habe Ihnen ja gesagt, die Leistung ist proportional zur Fläche. Jetzt haben Sie da so einen dünnen Stängel da, so einen Phallus. Die Fläche ist nicht besonders groß, das können Sie knicken, selbst wenn Sie die Schwingfläche da mitberechnen. Punkt 1. Und zweitens haben wir da ein schwingendes System und ein schwingendes System muss in Resonanz geraten. Das bedeutet, es wird gleich auch noch gezeigt, ach, das machen wir mal das da mit der komischen Brücke. Ist das auch dieser Effekt? Ach, das da, ja. Das ist die sogenannte Tahoma Bridge, der hat übrigens das ist ein H-Profil und das haben die dann, Sie sehen hier diese seitlichen Wände, die wurden nicht als Gitter ausgeführt, sondern aus Vollbeton und dann hat man irgendwie ganz zufällig es sieht wie ein H, im Verhältnis 6:1 aus und bei einer mittleren Windgeschwindigkeit ist dann tatsächlich diese Brücke, die Tahoma Bridge, kollabiert. Können Sie mal gucken, gibt es diverse Videos über diese Brücke, weil man genau die Resonanz erwischt hat, genau mit diesem Verhältnis 6:1 und das ist ziemlich blöd gelaufen. So, jetzt ist aber, es war nicht viel Wind, aber man hat genau durch diese Windgeschwindigkeit und die 6:1 dann genau diese Anregung erwischt. Und wie funktioniert aber so ein Desaster, wie es hat einen speziellen Namen, habe ich jetzt vergessen. Und zwar ist es so, ich habe ein schwingendes System und da wird immer ein ganz klein bisschen Energie reingepumpt und dann irgendwann fällt die Brücke dann runter. Ja. Bei Stürmen zum Einsturz gebracht hat, wird die Anlage... Das stimmt überhaupt nicht, das war nicht richtig Sturm, sondern war nur mittelmäßig Windstärke 6, aber war gar nicht so viel. Und da pumpt man immer ein ganz klein bisschen Energie rein und das bisschen und bisschen und bisschen und dann gibt es die sogenannte Resonanzkatastrophe, die es da auch gab. Okay, soweit, so gut. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt diesem System Energie entziehen möchte, muss ich das ja irgendwie die Energie herausholen. Das bedeutet Dämpfung. Und diese Dämpfung dämpft dann die Schwingungen. Und dann fängt es dann plötzlich an und ist ruhig. Oder ganz wenig nur noch schwingt es, weil ja dieses kleine bisschen etwas, was ich da durch diese Wirbel da reinpacke, einfach die Energie ist, die ich da reinpumpe. Und die Fläche ist so klein und dieses System können Sie, so wie es ist, auch komplett, weil da ja nichts rauskommt. Das ist ja nur ein ganz klein bisschen, was das dann da schwingt. Wollen Sie vergessen, diese Vortex Plateless. Aber ist halt Ingenieurskunst und die Technologien der Zukunft und so weiter. Mein Gott, was habe ich da schon gesehen? Da gab es auch so ein Ding, da hat er vorgestellt, er durfte sogar bei TED vortragen. Und dann habe ich erstmal das Patent angeguckt und dann war der Demonstrator, sah anders aus wie das Patent. Dann fing ich schon an laut zu lachen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war echt ein Betrüger, aber diese Leute, die sowas vorstellen, werden halt heutzutage hochsubventioniert und da, jetzt wird es politisch, geht halt unsere Gesellschaft gerade dran zugrunde, die sowas nicht bewerten können, weil für jeden Grünen ist sowas was Geiles, wo man viel Geld reinsteckt. Oder solche komischen Kanäle, die sich damit ihr Geld einsacken mit diesem Unsinn und den dann auch noch monetarisieren. Vom Wind umströmt, entstehen diese Verwirbelungen und erzeugen abwechselnd Druckunterschiede rechts und links der Anlage. Dadurch entsteht eine Kraft, die die obere, beweglich gelagerte Hälfte der Anlage auslenkt. Die Frequenz dieser Verwirbelung ist dabei von der Wind des Magnetrings im schwingbar gelagerten Teil und Kupferwicklung im festen Teil wird die kinetische Energie der Schwingung wie in einem Generator in elektrische Energie gewandelt. Zudem kann die Eigenfrequenz der Anlage so eingestellt werden und an die Windgeschwindigkeit angepasst werden. Team aus Spanien möchte durch geringeren mechanischen Wartungsaufwand, weniger Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere Vögel, gute Skalierbarkeit und geringeren Geräuschemissionen. Nachteile sind ein sogar etwas höherer Bedarf an Verbundwerkstoffen pro Watt Leistung, wie sie auch in den Rotorblättern von Windkraftanlagen genutzt werden. Und zumindest aktuell wohl noch der zu erwartende Preis. Also, wie wollen Sie das Ding dann skalieren, dass das Ding schwingt? Überlegen Sie sich mal. Ja, bessere Skalierbarkeit. Der soll mal einen Turm mit 140 Meter, der da so schwingt, dahin bauen. Das soll er mir mal vormachen. Das ist ein
Quatsch, was die Engineers können. Redet ihr. Ja, weiter. Können Sie vergessen, Faktencheck, der Faktenchecker, bessere Skalierbarkeit. Ja, mal von so einem 5-Meter-Turm auf einen 70, 80, 100-Meter-Turm, der dann so buh, schwingt. Tolle Aktion ist das. Das fällt Ihnen sofort runter, kann ich Ihnen versichern. Das hält nichts was aus. Und ein klein bisschen teurer in Verbundwerkstoffen können Sie auch vergessen. Das stimmt vorne und hinten nicht. Aber gut, wenn es mal richtig stürmt, wie wollen Sie den dann stoppen, auch den Turm? Normale Windanlage hat beim Sturm ab 20 oder ab 25 Meter schaltet die ab. Dann kann die nicht mehr umgeworfen werden. Das Ding fällt dann bei Sturm einfach kräftig um. Macht ja nichts, ist eine neue Technologie. Da sehen Sie was wir hier abgeben. Zudem ist der Anblick dieses vibrierenden Phallus vermutlich für die meisten erstmal gewöhnungsbedürftig. Das interessiert mich nicht. Aber wer weiß, eventuell ist es genau das, was den ein oder anderen Windkraftgegner dazu bringt, die Windkraft zu unterstützen oder sich sogar eine Anlage in den Vorgarten zu stellen. Darf ich was sagen? Diese insbesondere für Gewerbe- und Industriegebäude ausgelegte Windkraftanlage heißt Aeromine von Aeromine Technologies. Ich schwöre wieder dieser Unsinn, den man mal hier weg da tut. Ist wieder. Aber hier sehen Sie wieder kleine Anlage. Und jetzt kommt eine andere Sache. Eine andere Anlage. Das ist auch wieder eine Kleinanlage und das Problem, es gibt ja sogar Leute, die Kleinwindanlagen herstellen, die sagen, diese ganzen Kleinwindanlagen, also dieser U-Picket, der stellt Kleinwindanlagen für Drittweltländer her und der sagt, das könnte alles, der ist Gegner von Anlagen, die man auf Gebäude draufstellt, weil das ja auch im großen Teil nur von einer Seite funktioniert. Jetzt hat man niedrige, Achtung, Moment, sehen wir genau das. Jetzt haben wir niedrige Anlagen und dann habe ich eine Gebäudekante. Was hier so schön aussieht, ist so, dass man hier, da hier so eine Wirbelwalze dahinter hat bei Gebäudewindanlagen, die können Sie vergessen und hier sehen Sie auch, das sagt er auch nachher, das geht nur von einer Seite. Jetzt habe ich das Problem gegenüber einer Großwindanlage, die sich oben drehen kann, dass ich ein Drittel nur des Ertrags habe oder eher weniger. Ein Drittel, vielleicht ist über die Gebäudekante ist ein bisschen schneller, aber dann kann ich nur eine Windrichtung nutzen. Das bedeutet, oder sie wird schief angeströmt oder was auch immer. Und von dieser Seite haben sie dann vielleicht durch die erhöhte Geschwindigkeit nur ein 1,5, aber das wird dann wieder ein Drittel und so weiter, weil eben ich nur eine Windrichtung benutzen kann. Können Sie aber also auch wieder alles vergessen. Muss man dazu sagen, das sehen Sie gleich, das Ding geht auch wieder nur von einer Windrichtung. Und diese ganzen Konzepte können Sie so, wie es ist, in die Tonne kloppen diesbezüglich. Das ist das nächste Problem, dass die Zukunft der Windenergie ohne Blätter und Dollar und so weiter, das ist kein Ingenieur, hat auch kein Künstler. Nutzt die an der Kante des Gebäudes entstehenden Winde. Dabei erhöht schon das Gebäude selbst die Luftgeschwindigkeit an der Kante, da die gesamte Luftmasse über das Gebäude gedrückt wird. Diese Luftbewegung drückt Luft in die untere Öffnung des Systems, wo sich ein Rotor mit Generator befindet. Zudem wird durch die tragflächenartige Konstruktion oben die Luft weiter beschleunigt und es entsteht wie bei Tragflächen ein Unterdruck, der genutzt wird, indem die Öffnung der Luftkanäle, an denen die Luft hinter dem Rotor wieder austritt, hier platziert wird, wodurch ein zusätzlicher Sog entsteht und die Luftbewegung durch den Rotor noch verstärkt und die Leistung so erhöht wird. Laut Informationen auf der Homepage funktioniert die Anlage schon bei Windgeschwindigkeiten ab 2,5 Meter pro Sekunde, also umgerechnet 9 Kilometer pro Stunde. Dass das Ding funktioniert und ich habe Ihnen gerade gesagt, die Leistung ist proportional V hoch 3, das kann von einem halben Meter pro Sekunde funktionieren. Ist ja was Tolles. Nur 0,5 hoch 3 ist 0,25, 0,0 irgendwie was. Das können Sie vergessen. Das ist 0,0, weil einfach die Windgeschwindigkeit in der dritten Potenz in die Leistung eingeht. Und wenn dann Ihnen einer sagt, das funktioniert erst ab 2 Meter oder ab sowas, können Sie alles vergessen, weil da ja im Wind keine Leistung drin ist. Aber die möchte ich ja elektrisch umsetzen. Was für ein Blödsinn. Genau das sind solche Argumente, die funktioniert schon ab. Ist auch dann quasi ein Unsinn, weil die Aerodynamik dann eine Rolle spielt. Und wenn so eine Windkraftanlage schon bei dieser Geschwindigkeit funktionieren würde, habe ich viel kleinere Reynolds-Zahlen, das führt jetzt zu weit. Und dann wäre die viel zu teuer. Können Sie vergessen. Also dieses Argument, was er da bringt,
zeigt, dass er von Ingenieurwesen, wo ich immer einen Kompromiss, überhaupt keine Ahnung hat, der Typ. Null. Null, null, null. Weiter geht's. Sorry, das muss ich jetzt sagen. Heute habe ich auch jemand gelobt, der wunderschöne Zeichnungen gemacht hat, technisch. Für den gleichen Preis einer PV-Anlage mit derselben Leistung soll sie an geeigneten Standorten das 1,5-fache an Energie, an idealen sogar mehr erzeugen. Zudem benötigt sie dafür weniger Platz, ist ebenfalls leise und wartungsarm. Ein Nachteil ist, dass die Anlagen nur mit Wind aus einer Richtung funktionieren. Ja. Dreht sich der Wind, verringert sich die Leistung oder geht gar ganz auf Null. Genau. Ob die Anlagen wirklich halten können, was sie versprechen, wird sich zeigen. Die Marktreife wurde ursprünglich für 2023 geplant. Ein technisches Datenblatt befindet sich bereits auf der Homepage. Informationen, ob und wann man die Anlage kaufen kann oder was sie kostet, findet sich hier bisher nicht. Insgesamt gab es bei den von Arrowmine Technologies veröffentlichten Werten durchaus einen kleinen Hype. Doch Fachleute für Windkraftanlagen sind sehr skeptisch, ob diese Werte wirklich erreicht werden können. Ein deutsches Beispiel verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ebenfalls nicht von außen sichtbar sind die rotierenden Teile bei dieser Anlage. Das kippen wir jetzt auch mal ein bisschen da durch, aber das ist im Prinzip... ...die speziell für den Einsatz in bebauten Regionen konzipiert ist. Der PowerPod verfügt zwar über einen Rotor, dieser ist aber in einer festen Hülle, was ihn für Tiere oder kleine Kinder sicher macht, wenn man ihn beispielsweise im Garten aufstellt. Er kann Wind aus jeder Richtung laut herstellen, da die sich verengen, ob im Garten, auf dem Dach eines Einfamilienhauses oder auf Hochhäusern in der Stadt. Der erste kommerziell verfügbare Power Kilowatt Windturbine erzeugt laut Hersteller bis zu dreimal mehr Strom als eine normal montierte Turbine ähnlich. Also das ist ein Darieux gemischt mit dem Savonius, den Sie Größe sehen. Und überstrichener Fläche, da die sich verengenden Eingänge der Außenhülle die Windgeschwindigkeit um etwa 40% erhöht. Der Einsatz? Und da ist lauter so ein Fusch, warum? Also, ich hab jetzt, wird mal ein bisschen technisch, wir haben ja die Kontinuitätsgleichung. Also wenn ich einen Querschnitt auf die Hälfte verenge, dann muss ja die doppelte Geschwindigkeit, mit der doppelten Geschwindigkeit muss der Wind dann da durchgehen. Klar, logisch, nennt sich Conti-Gleichung. Witz ist jetzt der, dass das so nicht so richtig funktioniert, weil ich ja dann auch, wenn da vorne der Wind ganz einfach drauf bläst, ich ja aus dem Nichts, also die doppelte Geschwindigkeit, das ist zwar die Hälfte der Fläche, aber die Energie geht ja mit V hoch 3 hoch des Windes. V Quadrat, Entschuldigung, jetzt habe ich versprochen. Und ich habe dann die halbe Fläche, aber habe dann die vierfache Geschwindigkeit. Und die Energie zaubert da, der macht hier, Perpetuum mobile, erklärt er uns gerade. Stellen Sie sich vor, Ingenieurskunst, die deutsche typische Ingenieurskunst, preist ein Perpetuum mobile, merkt es aber gar nicht. Haben Sie verstanden? Also Conti-Gleichung ist klar, wenn ich irgendwas mit demselben Druck und so weiter, aber wenn ich was verenge, beschleunige ich das ja theoretisch, aber da geht nicht viel, weil ja die kinetische Energie ist proportional V², geht auch in der Bernoulli-Gleichung so und von dieser Seite hat man da ein gewisses Problem, diese Verengungen dann irgendwie dann umzusetzen, weil dann einfach nur das so blockiert, dass der Wind drum rumströmt. Das ist ziemlich blöd bei dem Ding, weil was er erzählt, kann so meines Erachtens nicht funktionieren. Mal kinetische Energie, so Grundlagen, so bis 8. Schule, aber das sein. Das PowerPod ist variabel, ob im Garten, auf dem Dach. 2021 geplant. Dieser Termin konnte nicht eingehalten werden. Aktuell steht auf der Homepage, dass es im Laufe des Jahres 2024 soweit sein soll. Ob er hält, was er verspricht, muss auch der PowerPod dann erstmal zeigen. Ob durch die gezeigten Technologien Kraftanlagen verändern lässt. In großen Teilen von Deutschland, besonders im Süden, werden solche Anlagen vermutlich auch in Zukunft keine große Rolle spielen. Ablösen werden die Anlagen die großen Windkraftanlagen mit Sicherheit nicht. Als Ergänzung sind sie aber durch die Möglichkeit der dezentralen Nutzung direkt beim Verbraucher und dem Umstand, dass sie im Gegensatz zu PV auch nachts Strom erzeugen können, auf jeden Fall. Denn um die Windkraftstätten in Bodennähe... Und jetzt... Also Sie haben gesehen, diese ganzen Windkraftanlagen sind zu niedrig. Und eben, da ist zu wenig Wind. Hier haben wir eben, hier in der Mitte ist ein Savonius, ein Widerstandsläufer und das ist ein Auftriebsläufer, das ist ein Darieux, heißt der. Und ich habe mal zufällig jemanden kennengelernt, da war da so ein kaputter Darieux, der Philipp Stark Design hat, das ist kein Witz. Da war so ein Hackschnitzelwerk da auf der Grenze zwischen Österreich und Italien. Und da bin ich da mal hingefahren, habe den gefragt, was das mit dem Ding ist, weil der das festgebunden hat.
Und dann fing er an rumzutoben. Das habe ich aus einer Insolvenzmasse rausgekauft. Und das hat mir vom Geld her nicht mal ein, das steht da schon seit, ich weiß nicht, und das hat mir vom Geld her nicht mal ein Mittagessen erzeugt, hat er gesagt. Das war ein Ding, was bestimmt 2000 Euro gekostet hat. Und dann gab es einen Sturm und dann war es kaputt. So viel zum Thema Kleinwindanlagen. Ich meine, Philipp Stark, da geilt man sich dran auf. Der hat von Aerodynamik so viel Ahnung, vermutlich wie fette Sau vom Stabhochsprung. Aber das sind halt diese politisch korrekten Dinge, die dann ein echtes Problem darstellen. Und wir sehen, es kommt nichts raus. Und eben Problem ist, die Höhe fehlt. Wenn sie die, und die Dinge sind, die, was Sie da sehen, ohne diese Mischung, die sind auch schon 50, 60, 70 Jahre alt, diese Darieux-Rotoren. Das ist alles nichts Neues. Da gibt es riesige Anlagen in Amerika, also richtig, ich weiß nicht, 60, 70 Meter hoch, die müssen aber dann unten am Boden stehen. Also ganz hoch können sie das nicht machen. Diese riesigen Anlagen stehen hier so auf 2 Meter Höhe und die kriegt man dann nicht hoch, weil die einfach so viel Widerstand machen. Und deswegen haben sich die nicht durchgesetzt, weil man bei einer Großwindanlage den Rotor halt auf 100 oder 150 oder 200 Meter tun kann. Und bei den Dingen aufgrund des großen Widerstands und dieser zyklischen Verstellung klappt das alles. Jetzt können Sie alles vergessen. Und diese ganze Kleinwindanlage und alles, was er hier vorgestellt hat, ist, das haben Sie gesehen, das soll im nächsten Jahr. Das können Sie alles vergessen. In diesem Sinne, Faktencheck des Faktencheckers, Windkraftwagen und die Ingenieurskunst, der hat von Ingenieurwesen keine Ahnung. Meine persönliche Meinung, wie ich ihn hier bewiesen habe oder versucht habe darzulegen, sagen wir mal so, und dass das mit dem Infraschall längst widerlegt ist, das sehe ich nicht so. Hier erzählt er auch noch einen Unsinn. Man könnte es widerlegen, wenn man den konkreten Fall, wo es tatsächlich, glaube ich, sogar ins dänische Parlament geschafft hat, wohlgemerkt, bei dieser Nerzfarm, da hat es irgendwie so etwas, habe ich aber jetzt nicht mehr gefunden. Da gab es einen Riesenaufriss wegen dieser sich angeblich totbeißenden Nerze. Hätte man ja mal prüfen können, geht man auf die Nerze vor. Aber man macht es nicht. Warum? Da haben irgendwelche Leute irgendwie Angst scheinbar, weil es könnte ja sein, dass es sich als wahr herausstellt und es wäre blöd. Deswegen macht man es nicht. Ist wie bei gewissen anderen Sachen bei der Impfung. Da werden auch Sachen nicht überprüft, weil das ja eben schief ausgehen könnte und juristisch ein echtes Problem darstellen könnte. In diesem Sinn, euer Ingenieurskanal zum Thema Ingenieurs, der Kanal Ingenieurskunst.